Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem A bis Z mit Cock Maw. Ein ziemlich cooler Champion, der nach dem Rework, wie ich finde, noch geiler ist als vorher, denn er kann ein Attack Speed von 5 erreichen. Wobei anderen das Cap von 2,5 ist, kann er 5 haben und später im Late Game wie ein Maschinengewehr das gesamte gegnerische Team zerschnetzeln. Cock Maw ist eigentlich ein ADC, man sieht ihn auch ab und zu als Midlaner auf Full AP. Aber ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal im Jungle gesehen und dachte mir, auch wenn das ein Nischen-Pick ist, will ich es trotzdem mal durchziehen und spiele den süßen Kogel einfach jetzt hier in dieser Vorstellung im Wald. Habt ihr irgendwie so einen hässlichen grünen Skin, aber ja, passt zu seinem Wesen. Alright. Bei den Runen und bei den Masteries können wir direkt anfangen. Bei den Runen hat man theoretisch klassische ADC-Runen drin, das heißt Attack Speed in den drei großen Quins, Angriffsschaden in den roten, Rüstung braucht man hier auf jeden Fall in gelb. Und Magieresistenz pro Level in blau. So. Ich smite, glaube ich, etwas später. Okay, nice. Ich dachte, dass er sein Q einsetzt, by the way. Ich mache erstmal das Camp hier. Damit ich meinen Smite wieder habe für den Red Buff. Alright. In den Masteries gehe ich auf 18-12-0. Hier haben wir das Fever of Battle. Das heißt, das ist natürlich immer wieder gut, wenn man viele Auto-Attacks macht. Das wissen wir. Wir kiten so gut wie wir können, ne? Denn wir haben den Buff von den Golems da oben. Erstes Blut gegen Teemo. Was sind das für Quinn gegen Ashe Top Teemo Bot? Ich sehe das erst jetzt. In der Mitte wird auch fleißig getradet. Q wird jetzt geskillt. Wenn ihr Cock Maw spielt, auf jeden Fall die W zuerst max, weil das ist das Spell, der Cock Maw ausmacht. Der macht, der erhöht eure Reichweite von den Auto-Attacks, der verdoppelt euren Attack-Speed und damit schnetzt ihr später die Gegner weg. Und das ist ziemlich cool, weil wir wissen ja, jeden fünften Auto-Attack stunnen wir den Gegner durch den Golem-Buff. Und wenn man dann so schnell feuert, stunnen haben die natürlich häufiger. Da ist das dann. Was geht da? Haben die Gegner Lucian Junk? Ne, warte. Die haben einfach komplett geswitcht. Alright. Dann kill ich den noch, kill die Wölfe, wenn ich es noch schaffe. Ich habe einen Trank, also sollte es eigentlich gehen. Und dann gehe ich das erste Mal shoppen. Bei Cock Maw ist es so ähnlich wie bei vielen anderen Champions, die wir in den letzten A-Z hatten, wie bei Kindred oder wie bei Kaidi. Da ist es halt so, ihr braucht Attack Speed. Alles auf Cock Maw basiert auf Auto-Attacks. Deswegen baut ihr Devourer, ihr baut Hurricanes, ihr baut Rageblade, ihr baut Blade of the Rune King. Das sind alles Gegenstände, die Items bringen. Ja, alles Gegenstände, die Attack Speed bringen und keine Items. So. Weil wir wissen ja, hier in der W-Fähigkeit ist es so, dass Cock Maw sein Attack Speed verdoppelt. Das heißt, wenn ihr 2,5 Attack Speed habt, habt ihr dann 5. Und ihr wollt nicht wissen, wie das aussieht, wenn Cock Maw mit einer 5er Frequenz schießt. 5 Auto-Attacks pro Sekunde. Top Lane könnte ich zu zweit schaffen. Die Ashe ist low. Ich lauf mal los, mein Red Buff hält leider nicht mehr lange. Der Thresh soll sich verziehen. Den kill ich auch noch, wenn er kommt.
Schade. Da seht ihr schon. Schön Hit and Run. Den Gegner anspucken, wenn es geht. Okay. Rengar auch gesehen. Rengar ist Level 4. Hat sich sein Jungle Item noch nicht holen können. Der wartet da vielleicht jetzt noch. Ich gehe mal hier warden, mache jetzt noch das eine Camp und gehe dann nochmal shoppen. Dann habe ich 600, das heißt zwei Attack Speed Items. Mana Probleme hat man mit Guck mal im Jungle nicht. Denn die Fähigkeiten kosten noch gar nicht so viel. 40, 40, doch. Wobei die E kostet 80. Wo haben wir es hier? Attack Speed. So. Und noch ein Pink Ward. Sweet. Kommen wir zu Kog'Maws Fähigkeiten. Kog'Maws Fähigkeiten sind ziemlich cool, denn seine Passive ist auch schon mal ziemlich einzigartig. Wenn er stirbt, läuft er als Geist nochmal weiter und explodiert nach 4 Sekunden und macht da 225 totalen Schaden als Flächenschaden. Komme. Oh, starkes Binding! Good job. Da brauche ich nicht mehr mitkommen. 1,86 Attack Speed habe ich jetzt, wenn ich es momentan so einsetze. Kog'Maws Q-Fähigkeit ist so ein kleiner Säureball, den er schießt. Der geht auch nicht durch Minion durch, das war das eben gerade. Und es reduziert die Rüstung und die Magieresistenz von demjenigen, den ich treffe, um 20%. Ich bin Level 6. Vielleicht kann ich. Oh, der Bard Gang. I'm in. Dude. Schade, keinmal getroffen. Da mache ich kurz die Krabbe. Spuck, 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 spuck. Das ist die W-Fähigkeit von Kog'Maw. Sie macht 50%, also wenn du die W aktivierst, machten deine Auto-Attacks 50% weniger Schaden gegen Monster. 55%. Also 45% weniger Schaden, weil sie machen 55%. So. Außerdem machen Kog'Maws Auto-Attack nochmal prozentual von gegnerischen maximalen Leben als magischen Schaden. Ihr seht diese lilane Zahl hier. 54, 54, 54, 54. Und das shreddet später einfach jeden. Deswegen braucht ihr Attack Speed. Ihr braucht gar keine Damage-Items. Ihr braucht einfach nur Attack Speed, weil ihr macht ganze Zeit einfach prozentual Damage. Und bam, 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 bam. Überlegt euch mal, ihr macht 10 Auto-Attacks und alle machen dann ein bisschen prozentual Schaden, dann ist der Gegner direkt RIP. Die Ashe ist gefährlich. Die darf man echt nicht unterschätzen. Die drei nehme ich noch. Immerhin steht es bei mir gerade 2-0. Hier gibt's Action. Kriegt er die Q? Wow, der Vladimir. So close. Erstmal shoppen, ich habe meinen Rage Blade. Kog'Maws W-Fähigkeit hat noch ein bisschen mehr. Erstmal, er kriegt Reichweite. Seine Outdecks machen 40 Damage. Er kriegt den doppelten Attack Speed. Was ist das überhaupt für eine Fähigkeit? Hört ihr das, was ich sage? Er kriegt so viel. Und das einzige Minus, was er hat, ist, er macht 55% Schaden auf Nicht-Monster. Achso, auf Nicht-Monster. Das heißt, im Jungle wird das nicht geschwächt, aber gegen Heroes. Deswegen baut man auch On-Hit-Items wie Rage Blade, wie Devourer. Dadurch macht er so insgesamt immer noch deutlich mehr Schaden. Auch wenn es sich so anhört im Text, als ob sein Schaden reduziert wird. War das jetzt verständlich? Ich hoffe. So, Blue Buff und dann gucken wir weiter.
Cockmouse Ultimate ist das hier. Das ist diese Artillerie, die erlaubt es ihm. Schade, dass er wollte noch das Binding durchbringen, hat er nicht mehr getroffen. Die geht auch ziemlich weit. Ab Level 9, beziehungsweise ab Level 11 und ab Level 16, wenn er seine Ulti wieder skillt, wird die Reichweite sogar noch deutlich erhöht. Je öfter seine Artillerie schießt, desto mehr Mana kostet sie, aber je schwächer der Gegner ist, Er läuft rein in die Kotzsäule, in meine Spucke. Ich habe Angst vor dem Fisch. Klaut niemals die Krabbe von eurem Jungler. Das ist einfach nur BM. Okay. Alright. Angeboten hat sich da der Rengar. Oh, was ist das für ein TP? Hat das schon Homecuts oder so? Ist das eine Quinn? Und der Bard überlebt! Yes! Oh shit, ich habe einen Ward verpasst. Egal. Ja, es ist gerade cool, wie schnell ich durch den Wald komme. Jetzt brauche ich Hurricanes und baut Dreierschuhe. Es wären zwar Attack-Speed-Schuhe, steht hier, aber Dreierschuhe sind besser, weil ihr müsst einfach nur am Gegner dranbleiben können und ihr werdet mit dem Rest der Gegenstände, die ihr baut, werdet ihr auf jeden Fall genug Angriffstempo bekommen. Also macht euch da keine Sorgen. So, Minute 13, wir haben die Theorie von Kog'Maw erledigt. Es ist Attack-Speed-basierender Kotzbrocken, der im Late-Game richtig abgeht. Je mehr Items er hat, desto gefährlicher wird er. Er muss auf jeden Fall im Teamfight gefokust werden, weil es ist ein ultimativer Hyper-Carry. Ich hoffe, wir kommen noch zu der Phase, wo man das sehen kann. Krass, wie leicht es gerade im Jungle ist. Auch ein Rengar wird später Probleme haben, weil bei Kog'Maw ist es einfach so, er bleibt stehen und feuert alle um. Man braucht mehr als eine Person, um Kog'Maw zu killen. Okay, warte, ich gehe in die Mitte. Der Rengar, der läuft hier gerade weg, er wird immer schwächer. Okay, er läuft nicht weg. Ist der Red Buff da? Nein. Der ist da! Ich schaffe die Botlane zusammen. Ich meine, ich bin jetzt schon stark genug, um die Botlane zu snacken. Yay! Was habe ich gesagt? Ich war mir nicht sicher, ob der stirbt, der Thresh, aber da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Oh, was ist hier los? Fühlt sich so an, als ob man es abstauben kann. Okay, die Ashe ist leider schon weg, das dachte ich mir, deswegen... Ich hab noch einen Red Buff. Red Buff ist auf Kog'Maw auch so okay. Alright, während sich der der Rengar vergnügt, mache ich das Camp.
Bord! Alles dank Bord! Alles dank dem Stun von Bord. Sonst wäre ich verreckt, sonst hätte ich keinen einzigen bekommen wahrscheinlich. So, nochmal ganz kurz eine Sache will ich noch nachtragen. Ich meinte zwar, dass die Ulti von Kog'Maw immer stärker wird, wenn die Gegner lower sind, aber ich wollte mal genau erklären, wenn sie unter 50% sind, doppelter Schaden, wenn sie unter 25% sind, dreifacher Schaden. Im Übrigen hätte ich Kog'Maw niemals im Jungle gespielt, wenn meine Freundin, deswegen Props an meine Freundin, die selber in letzter Zeit gerne Kog'Maw Jungle spielt. Sie meint, Kog'Maw Jungle ist der Master Yi auf Reichweite. Er kriegt zwar keine Resets, aber egal wie du feedest auch am Anfang, es läuft später immer. Wir bauen erstmal Rageblade und jetzt bauen wir Hurricanes. So, und wir können noch einen Orb kaufen. Machen wir. Das ist so krass, jetzt schon die zwei Gegenstände zu haben. Exhaust countert natürlich den Kog'Maw ziemlich. Mach mal die Krabbe. Ich hab drei Schuhe. Ist das der Midlaner? Der hat nix. Das dauert so schön, die Krabbe zu machen. Dauert das nicht lange, Fisch? Guck mal, ich bleib einfach stehen und feuern. Jetzt gucken wir mal, wie schnell man mit diesen Items den Drake machen kann. Alto! Wow! Seht ihr das? In einer W! Was zum... Shit, ich hatte gerade keine W ab. Das ist auch noch eine Schwäche, muss man wissen. Man braucht die W zum Feuern. Wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr nicht richtig fighten. Dann habt ihr keine Reichweite, ihr habt nicht den ultimativen Damage. Sobald ihr Blade of the Rune King habt und vielleicht noch auf den Blutdörster geht, habt ihr Double Lifesteal. Das heißt, ihr heilt euch richtig krass schnell gegen. Alright, dann mache ich noch das Camp. Farme gerade ziemlich effektiv. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal Kog'Maw gespielt habe, da war es auch im Walde. Da habe ich es auch schon gefeiert. Also ich kann auch echt sagen, so Silber-Elo, Gold-Elo, vielleicht auch Platin-Elo noch, Kog'Maw Jungle, er wird rasieren. Ich brauche keine Tränke mehr. Ich habe jetzt 1,43 Attack Speed. Wenn ich meine W aktiviere, ich mache das mal, habe ich 2,86. Das ist schon mehr als jeder andere Champion überhaupt haben kann. 1v2s, kein Problem mehr. Exhaust könnte noch schwierig werden. Also wenn ich jetzt gegen Thresh und Lucian gehe und exhausted werde, dann muss ich doch noch aufpassen. Er hätte mich killen können mit dem Double Auto-Tick. Er ist in den Pilz reingelaufen. Oh my gosh! Tito! Warte, wo ist der Ash Arrow? Hier ist ein Pinkwood, hier wird Ash niemals reinschießen. Ach, ich geh Jungle. Oh mein Gott, der Lucian hätte mich killen können. Wir machen nochmal die Jungle-Route, haben jetzt gleich unser Hurricanes, das wird so lustig. Dann geht's erst richtig ab. Das sieht auch so geil aus, mein Gott, Mama, lila leuchtet, Mama Mia. Level 14. Alter, das ist Power Farming. Das ist gerade richtiges Power Farming.
Jetzt baue ich noch ein Blade of the Rune King. Man könnte aber auch umswitchen. Einige bauen jetzt Infinity Edge und dann noch einen Revolver. Dann hätte man auch noch die Crit-Variante drin. Aber du kannst halt auch wirklich jetzt Blade of the Rune King und Blutdürster. Damit hast du auch Damage und deutlich mehr Survivability. Ja genau, chase mal den Timo durch die Pilze. Wird bestimmt klappen. Oh, mein Red Buff ist gleich da. 1,5 Attack Speed. Ein Attack Speed Item gebe ich mir noch. Warte mal. LOL! Der Damage gerade. Warum Hurricanes zusammen mit Rage Blade so gut funktioniert? Aus folgendem Grund: Ihr stackt eure Rage Blade Stacks einfach. Oh mein Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Der Cannon Minion tankt! Schnell, 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 Cannon Minion Block! Oh! Puh! Ich vermisse aber auch ein bisschen die AP-Cook-Mau-Zeiten. Ich habe kein Flash. Ein bisschen heilen, kein Flash. Mir flashst du nicht weg. Von mir, mich kannst du nicht juken, dude. Ich kann's vergessen. Sieht man das? Man sieht das, ne? Ob ich die weiße Weste behalte bis zum Ende des Games? Zack, 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 zack. Okay, warte mal, ich habe 3,73 Attack Speed. Man darf nicht vergessen, wenn mein Rage Blade macht, gibt mir auch noch Attack Speed. Das heißt, ich stack mal kurz mein Rage Blade voll, ohne meine W. Bis zu 6. 1,86. Okay, das heißt, Blade of Swing King geht auf jeden Fall noch rein. Guck mal, das Monster. Er ist wirklich ein Monster. Was hat sich hier dabei gedacht? Eine Attack Speed von 5 zu machen. Yep. Ich geh fighten. Alter, der Damage, wie es einfach hinterher fliegt. Nice, ich krieg mir einen Assist. 3400. Easy Solo Drake. Kann ich Solo Baron machen? Mit Blade of the Rune King, das würde ich gerne probieren. Ich meine, mit Blutdörster und Blade geht es. Sollte gehen. Ich würde es nicht versprechen. Scheiße, wir brauchen noch ein Camp. Ich bin Level 16. Ich habe jetzt auch noch die aktive von Blade, womit ich den Gegner noch viel besser chasen kann. Ich will mal noch einen Pinkwort, damit mein Vorhaben sneaky bleibt. 1,84 Attack Speed. Und jetzt, wie gesagt, jetzt könnte man theoretisch auch einen Schutzengel bauen, wenn es sein muss, wenn der Gegner nicht ultra hart fokussen. Was wird ihm noch empfohlen? Last Whisper auf jeden Fall, wenn die Gegner richtig krass tanky gehen. Warte mal, bevor ich meinen Baron-Versuch mache, nehme ich doch hier noch ein paar Gegner mit. Double Kill! Jetzt dürfen sie nicht surrendern!
Okay, es geht nicht. Schade, ich hab gehofft. Aber ich meine wirklich mit Blutdürster, wenn ich den doppelten Lifestyle habe, sollte es gehen. Vladimir, ich hab grad Cooldown auf meiner. Ich hab grad Cooldown auf meiner W. Okay, er kann es ein bisschen treffen. Jetzt geht's los. Easy two man Baron! Oh man, jetzt hab ich 2,17. Na, kann er sich gegen resetten? Kann sich der Blue Buff gegen resetten? Kann er nicht? Oh, der Bardo? Nö, das nehme ich nicht. Wenn der Rengar so kommt, nehme ich nicht. Yes! Der Board kann den nehmen. Alter, die Tower! Oh, das sieht so cool aus auch noch von der Perspektive. Warte mal, ich will die Perspektive wieder haben. Jetzt. Da. Ja, braucht doch ein bisschen lange hier, ne? Alright, Leute, das war Kok Maw. Hoffentlich hat es euch gefallen. War ein kleines Spaßgame im Jungle mit The War on Co. Aber ich kann es euch wirklich sagen: Silber, Gold oder Platin. Probiert's mal. Es ist wirklich meine Freundin. Ich zitiere, der Master Yi auf Reichweite. Der schnetzelt sich einfach später durch, wenn er nicht gefokust wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Mr. Mike P. Den Damage-Grafen gibt's auch noch. Der Vladimir hat gut gedrückt. Well played? Okay. Also, macht's gut. Ciao.